Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Leute, ich bin heute auf dem falschen Kanal gelandet. Ich bin bei Early Boy und ich hatte mir gedacht, heute gibt es mal ein spezielles Video für Early von mir. Und zwar dachte ich mir, ach, der Early Boy, weißt du, der ist jetzt schon so, ich weiß nicht, der 734 Jahre auf YouTube. Und er hat man doch gar nicht alles gesehen. Ich persönlich bin ein Early-Boy-Zuschauer von späterer Stunde, bedeutet, ich bin erst zu einem der Craft-Attack-Teile dazugekommen, aber dieser Kanal und sein Content existieren schon viel, viel länger. Und ich dachte mir, heute gucken wir einfach mal, was der knuffige kleine Early-Boy in der früheren Zeit alles so gemacht hat. Dies ist ein Reaction-Video, zusammen mit viel zu langen Haaren, einer schlecht sitzenden Frisur, einer ungeputzten Brille, einer ziemlich fetten Katze und einem viel zu langen Bart auf Earlys Videos. Wir werden das Highlight technisch aufbauen, bedeutet im Endeffekt, wir gucken jetzt mal rein, was so die ältesten Uploads sind, aber was wir dafür brauchen, ist natürlich erstmal den Frisurzerstörer CX43000, ne? Haben richtig rum auf. Wir sind auf Earlys Kanal, gucken wir mal weiter. Wir werden aber nicht die jetzigen Videos gucken, sondern wir gucken uns die älteren Videos an, ne? Schaut mal rein. Und zwar, ihr seht das hier oben, Adventure Time nicht, wir hätten hier die alten Hexit-Folgen. Die Folge hat 74.000 Aufrufe. Es ist auch das älteste Video, das momentan bei ihm frei ist. Coole Geschichte, Leute. Coole Geschichte. Aber nicht das, was ich gucken möchte. Early hat nämlich mehr als Minecraft gespielt. Lasst uns heute mal in die Spiele reingucken, die Early früher so gespielt hat, die er jetzt weniger spielt. Fangen wir mal damit an. Also, warte, das machen wir jetzt auch mal anders. Heiliger Joghurtbecher. Anderes Mikro, selbes Geschrei. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, sagen wir mal, Projekt. Und zwar, wir spielen hier Battlefield 3. Und zwar, ja, klar, ich bin nicht alleine und mit mir dabei ist natürlich... Klingt der knuffig oder klingt der knuffig? Ich meine, jeder hat seine Anfänge. Ich habe auch meine Anfänge und ich habe da auch ganz anders geredet, viel überzogener geredet und so weiter. Aber du klangst mal richtig knuffig. Natürlich der Chris. Hallo. Hallo Chris. Wir skippen mal ein bisschen durchs Video und wir schauen mal, warum das Format Let's Rage heißt. Kannst du aber den Headshot, oder? Ja, ja, einen Moment. Ich mache eben Selbstmord. Da oben war einer. Den kriegt er. Da oben war einer. Oh, ja, oh, nein, 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 geh weg, du Arsch! Ich mach. Also schreien konnte er damals schon, so viel steht fest. Das ist auf jeden Fall lauter gewesen als seine komplette Moderation zwischendrin. Okay, Granate geworfen. Oben im Haus, ne? Ja. Hat er gerade einen Raketenwerferschuss? Ist ja egal. Das war gutes Aim, ne? Super Aim. Könnte ich nicht besser, Kappa. Wir haben auch noch ein paar andere Videos anzugucken und ich denke, wir machen in diesem Fall jetzt mit einem Best-of weiter. 5 Minuten Video von einem rumschreienden Early Boy. Die Early Boy-Eskalation. Meiner Meinung nach einer der besten Zweitnamen, die es jemals gab für Early Boy-Eskalation. Joghurtbecher, Baumstamm, Rückwärtssalto, Mensch. Hoffen wir mal, dass das Ganze gemastert ist und mir nicht die Ohren wegfliegen. Ah, ah, das war die Wand. Das war die Wand. Ah, 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 voll gegen die Wand gelaufen. Ah, das war vor allem laut, Early. Das war laut. Ich hatte 2 Sätze. Das klingt so ein bisschen wie wenn man einen Nagel nimmt und auf einer Tafel kratzt, das Schreien. Also nur so die Analogie, so. Versteht ihr, was ich meine? Wie er nur ausgelachen wird. Alter, ausgelachen. Gut gedeutscht, Katze. Doch am Sack, du hab ich mich erschrocken. Ja. Hilfe, 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 Hilfe. Ich hoffe, wir sind verreckt. Das ist ja so witzig. Boah. Boah. Verwalter, du. Also die Musik ist richtig chillig, ne? Wenn man darüber hinweg sieht, dass da einer dran sitzt und die ganze Zeit rumschreit, ist das richtig geil. Ich bin der Eskalationstrainer. Ich bin geübt in sowas. Oh Gott! Nee, Early Boy ist es! Early Boy ist es! Gut deeskaliert. Okay. Hat mich so an Keilriemen erinnert. Kennt ihr Keilriemen? So. Hey. Ah. Wie stumpf war das denn bitte? Was zum Fick? Hey. Ah. Ah, what the fuck?
Warum? Warum entscheidet sich jemand dazu, zwei Nieser, die knuffig klingen, in ein Best-of zu schneiden? What? Scheiße, daneben, nein! Er hat sogar den Eimer noch gesetzt. Wie geil ist das denn? Er setzt den Eimer noch und macht den MLG-Jump leider nicht am Dach, sondern fällt durch. Good job. Fromage! Das Fromage! Fromage! Ja, Fromage! Ist vom Arsch, ne? Ich hatte so viele Sachen dabei! Wie oft Early in den Spielen stirbt, ist er eigentlich jemals in dem Spiel gut gewesen? Early die ganze Zeit über den Haufen schießen. Kriegen wir hin? Early, Lust auf eine Runde CSGO? Vom Arsch. Nein, das Wasser ist einfach nicht gespawnt! War der da heiser oder war das einfach nach einer 2 Stunden Aufnahmesession die Stimme weg? Ich weiß es nicht. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass das jetzt sehr kurz war. Wir haben das Video noch nicht mal komplett zu Ende geguckt. Wenn ihr sowas mal sehen wollt, auch von Tim als Reaktion, also von Early als Reaktion, dann lasst auf jeden Fall mal unten in den Kommentaren ein paar Videolinks von Early da, auf die er reagieren soll. Bitte nur Earlyboy-Videos, keine anderen. Lasst gerne eine Bewertung da. Ich hoffe, ich habe euch als Ghost-Host gefallen. Und liebe Menschen, Tiere und Doktoren, ihr schaut es noch in der Endcut bei Early vorbei. Da gibt's ein schönes Video für morgen und für heute zum Schauen, Leute. Ciao.